Dieses Jahr gibt es eine kleine Schwierigkeit beim Starkbieranstich bei der Vorbereitung meiner Rede, weil es gibt so viele Themen in München. Es wird ja eine Münchner Starkbierrede, dass ich schauen muss, was man rauslassen kann. Denn die Politiker langen schon ganz schön zu, ja, von der Bierpreisbremse, dann eine immense Schaffung von Arbeitsplätzen in München, aber die Wohnungen feindet zu. Das heißt, was macht man mit den Leuten, wenn die aus der Arbeit kommen? Dann haben wir ein kommendes Dieselverbot und dann haben wir den Gasteig, der umgebaut wird und. Und viele Politiker, die aus den CSU-Reihen gefordert haben, dass sich der Sicherheitsdienst in München bewaffnen soll. Also Themen ohne Ende. Aber ich sage ja noch eins, das Wichtigste beim Starkbieranstich ist das Publikum. Denn da unten müssen die sitzen, um die es geht. Und da freue ich mich. Ja, jetzt soll es ja Stadträte geben, die auf den Berg nicht so raufgehen. Wie schaut es aus? Kommen die Lümbräukeller dann wenigstens und vor allem kriegst du ein Freibier? Das weiß ich nicht. Das ist Sache der Brauerei, ob Politiker ein Freibier kriegen im Lümbräukeller oder nicht. Aber ich freue mich natürlich, wenn die Stadtspitzen, Oberbürgermeister und Stadträte kommen, weil um die geht es natürlich, weil es wird eine Münchner Stadtbier rede. Jetzt gibt es ja wieder oben auf dem Berg jemand, der vom Landtag nicht kommt, weil es wahrscheinlich frauenfeindliche Sprüche geben von einer Frau. Macht jetzt der Mann hier unten männerfeindliche Sprüche? Nein, ich glaube nicht. Also man muss auch eins sagen, der Nockerberg mit seiner Starkbierrede und dem Singspiel und hier im Lümbräukeller, wo ich dann die Starkbierrede mache, man versucht uns da ab und zu irgendwie in Konkurrenz zu setzen, aber die gibt es für uns gar nicht. Denn bei dem einen, da sind Bundespolitiker da und die bayerischen Staatsspitzen und hier geht es sehr münchnerisch zu. Es ist auch eine Veranstaltung, wo jeder hingehen kann, wobei es schon ziemlich voll ist, also wo nicht nur Ausgewählte kommen. Also es ist wirklich ganz was anderes und untereinander verstehen wir uns sowieso gut mit den Kollegen. Also ich freue mich sehr darauf, dass ich hier das Münchner Thema anschneiden darf. Herzlichen Dank für das Gespräch.